Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Evo Search for Eden. Wir sind immer noch in der Eiszeit, immer noch als Katzen, Hasen, Elche, Wolpertinger. Nein, es ist eher ein Rentier. Wir warten wieder auf die Viecher und versuchen sie dann uns schmecken zu lassen. Vorausgesetzt, sie hüpfen uns nicht auf den Kopf herum. Und dann kommt er wieder an und wir setzen zum Tritt an. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ja, wir können jetzt auch treten. Das sieht elegant aus und macht viel her. Macht momentan richtig viel Schaden. Und mit unserem Hasenkörper können wir auch richtig schön hüpfen. Und ein Tritt. Naja, essen wir unser Fleisch. So, wir haben die 1000 Evolutionspunkte erreicht und jetzt gucken wir doch mal, was wir uns Schönes holen können. Wie wär's denn mit einem Horstgesicht? Ein Pferdekopf? Oder ein Hippo? Naja. Hörner? Nee. Hörner will ich keine. Unseren Hals, den lassen wir so, wie er ist. Wir könnten einen Pferdekörper uns holen. Das würde dann auch zu unserem Rentier-Dings passen. Ja. Dann müssten wir auch viel mehr Trittschaden machen. Wir haben auf jeden Fall mehr Leben. Und wir treten ordentlich rein. Okay, ja, so mag ich das. Da mag ich ja fast gar nicht mehr beißen, sondern nur noch treten. Hüpf. Okay, dann hüpfen wir schnell mal in den nächsten Bereich. Okay, wo sind wir hier gelandet? Domain of Prime Birds. Die bringen wenigstens ordentlich was. Wenn wir auch einen Vogel... Wenn wir auch ein Vogel geworden wären, dann hätten wir auch Achso, der ist tot nach einem Tritt. Dann hätten wir auch hier vielleicht... Ach, du willst mich verarschen. Ich habe mehrmals auf Rumdrehen geklickt. Naja, geklickt, mit dem Controller halt. Komm nur her. Wir uns auch hätten in einen Vogel verwandeln können, der so stilvoll aussieht. Komm her. Das gibt einen Tritt. Nein, wieso? Was war das jetzt? Ich drehe mich rum und der sprintet. Sonst kann ich nie rennen, wenn ich rennen will. Das war blinkendes Fleisch, Mann. Diese Prime Birds sehen eher aus wie Kanarienvögel, wenn man mich fragen will. Oh, ich hasse es. Man merkt halt doch, dass das Spiel alt ist und man sehr viel Jump'n'Run drin hat. Und tritt. Uah, nicht sprinten. Lass uns vielleicht jetzt lieber mal liegen. So, überlebt. Auf ins nächste Gebiet. Was auch immer das jetzt sein mag.
Warum wir eigentlich nicht unten am Eis laufen konnten, sondern oben entlang klettern mussten, wenn man sich die Karte anguckt, ich verstehe es nicht. Aber gut. Exit of Mount Snow. So. Kommt nur her, meine Vögelfreunde. Wo versteckt ihr euch? Ja, wir gehen gleich wieder hier hin. Oder gehen wir erst in die Höhle? Nein, wir gehen erst in die Höhle. Das will ich jetzt wissen. Was hier in der Höhle sich verbirgt. Ein Schwein. Bringt nur 50, ein Schwein. Okay. Seid ihr Trüffelschweine oder warum kommt ihr nicht zum Kämpfen? Mann. Und soll ich was töten, was ich nicht fressen lassen will? Eklig, der schießt mit Rotz. So macht man das. Jetzt habe ich den Bogen raus. Wenn ich nur nicht so riffen würde als Pferd. Nicht besonders stark. Mann, eine nervtötende Arbeit, wenn die als wegrennen. Wir verwandeln uns dann später mal in ein Einhorn. Vielleicht haben wir Glück und wir sehen cool aus. Wenn nicht, dann, naja, waren wir wenigstens mal ein Einhorn. Bin mal gespannt, wo wir hinkommen. Oh, I have been discovered. We survived with much difficulty. Leave us alone. Und hoffentlich bringt der schön Fleisch. 90. Au, okay, also die haben einiges drauf. Da sind mir doch die Schweine lieber. Boah, ich kann viel schneller treten, als ich beißen kann. Fällt mir gerade auf. Mich nicht an, ist ja eklig. So, zwei auf einen Streich. Sehr schön. Ich reite durch die Luft. Wo ist der Weihnachtsmann? Ach, den gibt es ja gar nicht. Gibt ja nur das Christkind. Und wieder zwei Stück. Huch. Das hätten eigentlich eben zwei Stück sein sollen. Naja. Wir heilen uns erstmal ein wenig. Nicht raushüpfen, egal. 1500 Punkte sind auch ordentlich. Komm her. Riech mal meinen Fuß. Käse. So.
1500 könnten wir uns... Was ein Fierce Jaw ist, weiß ich nicht. Und wenn wir uns das Horse... Ja, wollten wir ja. Das Pferdegesicht holen. Mal gucken, was wir für ein Beispiel. Oh ja, richtig toll. Mit Pferdegesicht können wir noch mehr treten. Wie süß wir jetzt aussehen. Ach ja. Richtig knuffig. Ich muss mal ausprobieren, dann irgendjemand. Na gut. Tatsache. Wir machen einen riesen Trittschaden. Macht keinen Spaß, Gegner anzugreifen. Muss eindeutig noch größer werden. Das ist so noch nicht das Wahre. Komm her. Und wir sind ultra schnell. Auf den letzten Moment. Boah, wie wir rennen können. Ja, wir sind wahrlich ein mystisches Pferd. Also diese Burg, die da in der Luft schwebt, das ist, glaube ich, soweit ich mich entsinnen kann, die Burg der... Oh, I have been discovered. We survived with much difficulty. Leave us alone. Komm her. Sehr schön. Der hat gesessen. Komm her. Und dann tritt. Habe ich jetzt von den Melonen wenigstens essen? Okay, ich will mich heilen. Die laugen einen ganz schön aus. So, wir sind nicht mehr weit vom Ende des Spiels entfernt, wenn ich das richtig einschätze. Und, ja. Oh, nee. Oh, the Yeti are coming. What? Oh, my mistake. I feel better now. Okay, ich bin tot. Naja, macht nichts. Das passiert mal. Ja. Bla bla bla, tot, bla 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 bla. Ich werde dich wieder blieben, bla bla. Da sollten wir vielleicht noch nicht lang. Kommen wir nicht darüber? Doch, da kommen wir rüber. Puh. Was? Domain of what? So, gefällt mir das schon. There's a door of ice. It's too heavy to move. Okay, wir müssen uns erstmal stärkeres verwandeln, glaube ich. Und dafür gehen wir immer wieder weg und wieder hin. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wie wir durchkamen. Wir müssen
erstmal noch sowas haben. Ich will mal was versuchen, aber nicht mehr in dieser Folge, wenn ich das richtig sehe, sondern erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!